Die zweite Staffel von Hannah hat das geschafft, was bisher noch keine andere Produktion in diesem Podcast hier geschafft hat. Sie hat die volle Punktzahl bekommen. Ob die dritte und damit gleichzeitig letzte Staffel dieses Niveau halten kann, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid zum Serientalk, zum großen Finale von Hannah. Und ich bin wieder nicht alleine hier, so wie auch in den Serientalks zu den ersten zwei Staffeln begrüße ich Nils hier. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Marc. Ja, und ab hier gilt natürlich eine Spoilerwarnung für die komplette Serie. Beginnen wir chronologisch mit der ersten Folge, beziehungsweise lass uns noch mal ganz, ganz kurz zurückgehen ins Jahr 2020, wo ja Hannah, die zweite Staffel, einer der besten Serien überhaupt war. Also 2020 natürlich Platz 1 im Serienranking, im Weihnachtsspecial. Und wir beide haben 5 Punkte gegeben. Das hat noch keine Serie in der Historie von Reingeschaut geschafft. Und deswegen waren bei mir, muss ich sagen, die Erwartungen natürlich an die dritte Staffel ziemlich hoch. Also ich war ziemlich gehypt auf die dritte Staffel, muss ich sagen. Ich auch. Ich habe gesehen, auf einmal ist sie auf einmal so raus. Ich habe es kaum mitbekommen, fast Ja. sogar verpasst. Es wurde Und leider so ein ich bisschen musste wenig es direkt beworben, ne? gucken. Ja. Also das ärgert mich so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass so vor allem Staffel 2 und 3 so ein bisschen untergegangen ist. Aber Was eigentlich schade ist. nichtsdestotrotz sind wir ja hier, um dieser Serie Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir jetzt am Ende dieses Serientalks herausfinden. Und eine Sache muss ich direkt mal hier negativ anmerken. Und zwar stört's mich bei Serien, dass es nicht diesen Recap gibt. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, in so Zeiten von Streaming, wo du irgendwie so eine Staffel in der Woche guckst und dann noch ein Jahr oder 1,5 Jahre wartest, finde ich es immer ganz angenehm, wenn man das nochmal zusammengefasst hat. Und der Anfang von Hannah, Staffel 3, wo die ja zurück zu The Meadows gekehrt sind, da muss ich kurz nachdenken, so. Ach so, ja, die hatten ja mit Carl Michael diesen Deal. So, Carl Michael ist ja jetzt gezwungen, den anderen so eine Lüge zu erzählen. Und da muss ich auch ernsthaft nochmal ein bisschen zurückgucken in die letzte Staffel, so die letzten paar Szenen, um das alles irgendwie zu verstehen. Ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus? Bist du direkt wieder durchgestiegen? Nee, ich hatte auch Startprobleme. Ich muss mich auch erstmal wieder daran erinnern, wie war das nochmal? Was ist da Hm? nochmal passiert? Ich hatte nämlich auch keine Zeit, Staffel 2 nochmal zu gucken. Ja. Und ja, dann auf einmal zurück in The Meadows, alles Ja, normal man, quasi. ja. Das war ein bisschen seltsam. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte so, hä, warum fahren die jetzt hier zurück nach The Meadows? Aber natürlich ergibt voll Sinn, wenn man sich nochmal das Ende der zweiten Staffel anguckt. Und was man aber der Serie zugute halten muss, dass wir jede Staffel von den drei ein ganz neues Setting irgendwie aufmacht, eine ganz neue Handlung, aber ohne, dass es irgendwie zusammenhangslos wirkt. Weißt du, was ich meine? Man hat das, Es finde ich, bleibt auch zusammen. Es bildlich ist sehr. eine Geschichte, die Ja, zusammenbleibt, aber aber sehr stark trotzdem auch an unterschiedlich, die verschiedenen Kapitel. Schauplätzen. Ja, total. Ich finde, diese Schließung von The Meadows symbolisiert das so ziemlich ja, bildstark, dass man sieht, okay, das Kapitel Ausbildung in The Meadows ist hiermit beendet. Und ich muss sagen, so die ersten zwei Folgen haben mir auch extrem gut gefallen, weil man nochmal auf ja, diese jugendlichen Mädchen eingegangen ist, die ja da förmlich ihre Jugend konstruiert haben bekommen, könnte man ja sagen. Ich fand das ziemlich imposant. Es gibt, glaube ich, eine Szene, wo die weibliche Carl Michael Ersatzfigur, sage ich mal. Also, du weißt, wen ich meine. Diese Frau, die jetzt die Führung da von U-Trax Ja. übernommen hat, mit ihrer Einheit da durch diese Zimmer geht und einfach diese Poster von der Wand abhängt. Weißt du, was ich meine? Und diese ganze Ja. Innenrichtung irgendwie verstaut. Das fand ich war einer der stärksten Szenen direkt zum Anfang dieser Staffel, weil man da einfach nochmal so vor Augen geführt bekommen hat, dieses Leben dieser Gruppe, dieser Jugendlichen wurde komplett konstruiert. Und dieser Abschnitt wird jetzt gelöscht förmlich, wenn sie einen Schritt weitergehen, wenn sie ihre Aufträge bekommen, wenn sie in die reale Welt treten. Und das fand ich war wieder so einfach krass, sich das vor Augen zu sein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch diese Sache, wo die am Lagerfeuer sind, so den letzten Abend. Ey, das war fast schon emotional so ein bisschen, muss ich sagen. Ich würd nicht sagen, dass dieser Jugendabschnitt gelöscht wird, sondern es ist einfach dieser Abschluss von der Jugend oder vom Kindsein hin zum Erwachsenen. Jetzt gehen sie raus aus der Ausbildung, quasi wie so ein Schulabschluss in Ja. die große Welt und müssen da ihren Job machen. Und dann Ja. noch so eine große Abschiedsparty am Lagerfeuer mit Alkohol, juhu. Ja, das fand ich so ein bisschen so eine
gewisse Tragik ist da so durchgekommen, weil man sich so gedacht hat, beziehungsweise doch in der Serie thematisiert. Ich glaube, irgendjemand fragt, wird es wirklich dieses Klassentreffen geben? Ich glaube, Carl Michael fragt das. Und dann sagt diese neue Einheitsleiterin von Utrecht so, nein, wahrscheinlich nicht. Die sind überall in Europa und werden sich nie wieder sehen. Und das hat so eine, ja, so eine, also ganz berührend fand ich irgendwie zu gucken, so, guck mal, die sehen sich zum letzten Mal und das sind ja eigentlich die einzig wahrhaftigen Personen, die sich verstehen, weißt du, weil kein anderer von Die sich außen, überhaupt kennen. genau, die sich wirklich kennen, oder was heißt wirklich, die so eine Mischung aus richtigem Menschen und dieser konstruierten Figur, die die Jugendlichen ja so übergestülpt bekommen haben mit dieser Identität und so, die das kennen, die sich verstehen und die werden jetzt getrennt und auch wo die da zu diesen Autos gekommen sind, da gab es noch kurz diesen Konflikt mit Sandy, aber auf Sandy kommen wir noch mal später, interessante Figur auf jeden Fall, wo die in diese Autos steigen und dann so verteilt werden, ey, das hat mir sehr gut gefallen und dann werden die überall in Europa verteilt und was ich dann irgendwie spannend fand, das ist ja das erste Mal, dass sie so Kontakt zur realen Welt bekommen, weißt du, was ich meine? Naja, ein Partner ist ja schon vorher da Ja, in außer Madrid Hannah oder wo meine sie ich waren. jetzt. Ja, stimmt. Stimmt, In stimmt. Staffel 2. Fand ich einfach spannend zu sehen, wie die diese Außenwelt spielen. Und das zeigt ja auch, wie stark die geformt sein müssen, dass sie nicht, sag ich mal, den Versuchungen dieser Welt zu erliegen. Und das sieht man gut an diesem Sandy-Jules-Unterschied. Bei Jules, wir nennen uns das, ist dieses Mädchen, was, glaube ich, immer diese Mütze auf hat, kurze Haare, für alle, die sich nicht mehr erinnern, die ja immer so ein bisschen, ja, rebellisch im Rahmen des Möglichen ist, sage ich mal. Und man sieht auch bei ihr später, wie sie sich so sehr stark, vielleicht zu stark mit dieser Außenwelt vernetzt, so, dass es ihr schwerfällt, dann ihren Auftrag auszuführen und diese Wissenschaftlerin da zu töten. Das fand ich ziemlich, ziemlich spannend zu sehen. Kommen wir mal zu Carl Michael. Wie findest du diese neue Konstellation, dass Carl Michael jetzt die Seiten wechseln musste? Ich weiß es nicht. Ich konnte es von vornherein nicht so ganz einschätzen. Ist das jetzt ernst oder ist es nur gespielt? Ist da was Höheres hinter? Ich meine, zum Schluss sehen wir auch, dass er irgendwie doch hin und her gerissen war und dann Marissa zum Schluss auch wieder ausliefert. Ich bin da, in Carl Michael bin ich in dieser Staffel nicht ganz durchgestiegen. Der war mir ein Ja. bisschen unverständlich. Ja, gebe ich dir recht. Ich wusste auch nicht so richtig so, kann man ihm jetzt vertrauen oder nicht? Dann hat sich irgendwie rausgestellt, fand ich, gerade zum Ende hin, Carl Michael will einfach seine eigene Haut retten, so. Er ist ein Einzelkämpfer, was ich irgendwie auch spannend fand. Ist auch besser, als wenn man einfach gesagt hätte, ja, Carl Michael ist ein Verräter, weil der so für die Utrecht-Sache brennt. Das ist ja nicht so. Der will einfach seine Haut retten, was ja ein Stück weit auch verständlich ist. So, weil ich meine, da dieser Einheit, seine ehemalige Einheit, ist ein starker Gegenspieler, eine große Gefahr für ihn. Deswegen fand ich das irgendwie ja ziemlich clever, dass man ihn so als Wackelkandidaten noch in diese Konstellation mit eingebaut hat. Und auch einer der coolsten Szenen fand ich, wo er dann gefangen genommen wird, weil er als Maulwurf irgendwie enttarnt worden ist und die dann versuchen, Marissa und Hannah zu finden und diese die ganzen Verschlüsselungstechniken anwenden, also diese Verwirrungstechniken, irgendwie Busticket kaufen, Flug buchen. Das finde Das ich ist war ja auch auch. irgendwie so die Essenz der Serie. Ich fand zwar eine sehr starke Szene. Es hatte wieder diesen Mission Impossible Charakter, nur auf einer ganz anderen Ebene, halt auf Hannah-Ebene, wenn man das so sagen kann. Sie stiften Verwirrung absolut. Man weiß nicht, was sie jetzt vorhaben, und es scheint ja zu funktionieren. Das war echt eine tolle Szene. Ich glaube, da sagt irgendeiner, ja, wir haben Marissa Wiegler geortet, sie bucht ein Ticket nach Mexico City und so. Und dann ist diese Neueinsatzleiterin sich fast schon am Freuen. Dann sagt er, ja, und wir haben noch gesehen, sie hat ein Busticket nach XY gekauft, ein Uber nach weiß ich nicht wohin. Das war sehr schön. Und ich finde, man stellt sich auch die ganze Zeit die Frage so, weil dieses Fluchtthema, sag ich mal, vor Utrex und den Einheiten da wegzuwerfen, zieht sich ja durch die ganze Serie irgendwie. Und ich finde, ist immer spannend, weil man stellt sich selber so die Frage, ey, wo würde ich mich verstecken? Welche Taktik würde ich anwenden? Das, keine Ahnung, finde ich irgendwie eine extrem spannende Sache. Alle Kameras kann sie auswerten. Überall durch diese Software-Systeme können sie dein Gesicht scannen und orten, wie auch immer. Und du bist nirgendwo mehr anonym. Sie wissen immer, wo du bist, durch irgendwelche Kameras, die dich einfangen. Und dadurch macht das einem halt eben echt Schwierigkeiten. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich einfach an der Stelle von Hannah und Marissa
wie das auch Marissa, glaube ich, am Anfang macht, die ist ja in diesem Wohnwagen, einfach so ins Ländliche mich verstecken würde, weil da siehst du ja überhaupt keine Kameras. Ja. Das wäre, glaube ich, Aber da ist die ein Frage auch, cleverer Move. wie kannst du dann U-Tricks wieder gegenarbeiten? Ja, klar, ja, klar. Das ist natürlich so diese Gefahr. Ich finde, das ist eh auch so ein, dass so eine gewisse Grundspannung hält sich diese ganze Serie über. So, was ist, wenn sie jetzt enttarnt werden? Es gibt kaum mal den Moment, wo Hannah und Marissa so durchatmen können. Und das gibt der Serie natürlich eine irre Dynamik die ganze Zeit mit. Also, Vor allem, weil sie auch da. immer neu planen müssen. Sie Ja. müssen immer einen Plan B parat halten, damit sie ihren Plan A irgendwie umsetzen können. Und der scheitert natürlich fast immer. So halb schaffen sie es, so halb nicht. Dann Ja. müssen sie noch einen Plan B finden und das geht dann auch wieder Ja. schief. Das wird auch gar nicht mal zu viel, wie das in manchen anderen Serien ist, dass Wollte ich auch ein gerade Plan ist sagen. da und der scheitert. Wie Wir erinnern uns ein bisschen an The Beispiel. 100, höre ich gerade raus. Genau. Ja. Und er scheitert, aber es ist noch in einem guten Maße. Ja, auf jeden Fall. Und es kommt einem auch gar nicht so vor, ja, genau was du gesagt hast, es kommt einem gar nicht so vor, als ob man da so ein ganz stumpfes Muster verfolgt. Also gar nicht. Auch gerade durch so Figuren wie Carl Michael, der ja irgendwo in der Mitte hängt. Und Hannah ist ja auch so ein bisschen unberechenbar, könnte man sagen. Vor allem auch durch ihre Liebe zu Abbas, heißt er, glaube ich, diesem französischen Aktivisten. Klingt jetzt kitschig, aber mit der Liebe rechnet sie ja nicht und die kann man nicht einkalkulieren. Und das ist ja auch, was Marissas Plan dann so ein bisschen zerstört, weil Hannah ihn besuchen kommt und so. Das führt ja dazu. Und deswegen, diese Unberechenbarkeit macht diese Serie auch irgendwie so spannend, finde ich, in gewisser Art und Weise. Weil die beiden Hauptfiguren, Marissa und Hannah, die kannst du ja nicht lesen wie ein Buch, was Emotionen angeht. Die Vor sind ja allem sehr Hannah gar nicht. verschlossen. Ja. Marissa schon eher. Ich finde, manchmal Ja. kann man sich denken, wie Marissa reagiert, wie sie zum Beispiel da vor ihrem Vater steht und ihn erschießen will. Man konnte sich vorher schon denken, dass sie es nicht schafft. Ja. Einfach weil es zu emotional geladen war. Man kann sie Ja. eher lesen, aber Hannah gar nicht. Hannah ist unberechenbar. Man weiß nicht, was Hannah als nächstes macht. Ja. Das steht in Stern. Das stimmt. Und das finde ich auch so spannend an der Hauptfigur, weil das gibt es ja irgendwie selten, dass wir eine Hauptfigur haben, die ja sogar die titelgebende Hauptfigur ist, die wirklich bis zum Serien, am Ende löst sich das so ein bisschen auf, weil es so ein oder zwei Stellen gibt, wo so ihr Charakter und ihre Gefühlswelt so durchblitzt, die aber doch so eine Art Mysterium bleibt, beziehungsweise so schwer zu knacken bleibt. Das finde ich irgendwie ist sehr gelungen, weil es dazu führt, dass es immer ziemlich interessant ist, so wie ist ihr Gefühlsleben, wie ist ihr privates Empfinden so. Weil man da so nur so stückchenweise Infos bekommt, finde ich das sehr gelungen in der Serie, muss ich sagen. Du hast ihn gerade angesprochen, ich glaube, heißt der Evan, der Vater von Marissa. Der neue Endgegner. Ich habe den Namen, um ehrlich zu sein, vergessen. Ich Nennen wir ihn weiß jetzt nicht einfach mehr. mal, nennen wir ihn einfach mal Even, so. Kleiner Fakt am Rande, als ich hier den Serien-Talk zu Lupin gemacht haben mich und mein Gast die ganze Zeit den Namen des Hauptbösewichts auch falsch ausgesprochen und wir haben es wirklich so, wirklich bei der Punktevergabe bemerkt, so, ach, Mann, hier 1,5 Stunden immer einen vollkommen anderen Namen gesagt. Aber wir nennen jetzt mal Even, der Vater von Marissa. Willkommen bei Reingeschaut. Willkommen bei Reingeschaut. Hier wird Recherche noch groß geschrieben. Okay, jetzt kommen wir mal zurück zu Evans, zu Gordon Evans, wenn ich mich nicht irre. Würdiger Endgegner für die letzte Staffel? Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, großes Fragezeichen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass man dieses Fass aufgemacht hat, dass er Marissas Vater ist. Ich fand, das war jetzt noch so ein extra Themenfeld, das hätte man nicht unbedingt aufmachen müssen. Klar, es gibt irgendwie diesen großen Hauptplayer, den man noch nicht kennt. Ich meine, klar, den muss man jetzt zum Schluss auflösen. Aber dass er unbedingt Marissas Vater ist, ich weiß nicht, ob das so wirklich gepasst hat. Natürlich für die Dramatik im Finale auf jeden Fall, das war super. Aber im Großen und Ganzen, es hat ein bisschen aus dieser Dynamik rausgenommen, fand ich. Ich kann deinen Punkt verstehen. Ich habe mir das am Anfang auch gedacht, muss das jetzt wirklich der Vater von Marissa sein? Muss das jetzt noch so eine ganz enge Verstrickung auf einmal zwischen dem Endgegner und ja, einer der Hauptfiguren geben? Aber am Ende des Tages fand ich das eigentlich einen ziemlich guten Move, weil es so ein bisschen
die Background-Story von Marissa erklärt hat. Weil irgendwie muss man sich dieser Geschichte ja auch annehmen, weil man fragt sich ja, wie ist Marissa da reingeraten? Warum ist ihr Charakter, und gerade in der ersten Staffel hat sie ja so ein sehr, ja, hat sie ja sehr, sehr stark verwerfliche Dinge gemacht. Wir erinnern uns, ne? Sie war ja da bei Utrex, glaube ich, einer der Leiterinnen. Auf jeden Fall war es, oder eine Verantwortliche zumindest. Der Charakter hat sich geändert, aber wie ist sie dahin gekommen? Und das erfährt man jetzt ein bisschen durch ihren Vater. Es gibt ja auch diese Rückblenden, die auch jetzt nicht näher erläutert werden. Also sie setzt sich nicht hin und sagt, Hannah, okay, Hannah, das ist passiert, deswegen habe ich so gehandelt. Sondern man kriegt als Zuschauer so kleine Stückchen wieder serviert. So ein bisschen wie ich das gerade bei Hannas Charakter meinte, bei Hannas Gefühlsfeld meinte. Man kriegt das so stückchenweise mit. So schemenhaft kann man erkennen, darum ist Marissa so, wie sie in Staffel 1 ist. So ist sie so geworden. Und deswegen fand ich das schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Und man hat das, glaube ich, einfach gebraucht, um Carl Michael, der in Staffel 2 als Hauptgegner aufgetreten ist, eine neue Rolle zuzuweisen. Deswegen war es, glaube ich, einfach notwendig, so einen Chef-Endgegner, sage ich mal, auf den Plan zu rufen. Aber sein Charakter war auch dann ziemlich eindimensional. Er war halt einfach, er ist von Grund auf böse, er ist der Grundbösewicht. Ja. Muss man vielleicht einfach auch machen, damit man bei so ein, zwei Figuren, wo man dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht so anwenden kann, sprich Marissa und Carl Michael, bei einer Person brauchst du das einfach, um einen Gegner zu haben. Deswegen fand ich's ziemlich okay. Aber was ich fand ihn, so wie er war, so wie er dargestellt wurde als dieser grundsätzlich Böse, war ganz gut. Er scheint so eine gewisse grundsätzliche psychische Störung zu haben. Ja. Dass ja. Er total abgedreht ist, dass er nur noch hier, da, das ist böse, das kann böse sein, das wird noch böse, dass er total in dieser Welt gefangen ist mit Verbrechen und großen Attentaten, die von Geheimdiensten unterbunden werden sollen. Ja. Und das bringt ihn oder hat ihn dann diesen Wahnsinn abdriften lassen. Das fand ich trotzdem echt gut dargestellt. Was ich mir auch gedacht habe, wir hören ja auch ganz kurz, beziehungsweise wir hören sie am Telefon, sehen sie auf dem Bildschirm, Marissas Schwester, glaube ich, kann das sein? Ja, es war Marissas Schwester. Und da hatte ich so ganz kurz den Wunsch, also das war, als ich das Finale noch nicht gesehen habe, die letzte Folge, irgendwie hätte ich auch Lust auf irgendein Spin-off aus dieser Serienwelt von Hannah. So, aber nur so fünf Folgen als Miniserie Marissa Wiegald, Spin-off oder auch Wiegald. Irgendwie voll gerne, heißt nicht Marissa Wiegald? Wiegler. Wiegald war Wiegald-Boning. Wiegald-Boning. Oder so 5 Folgen ein The Meadows Spin-off, so, also so Sandy Jules, okay, ist nicht mehr möglich nach dem Finale, logischerweise. Oder wie die anderen Trainees damit umgehen, so, das ist ja ein Haufen von jungen Mädchen, die da auf Mission geschickt worden sind. Irgendwie ist für mich die Welt noch zu spannend, so. Ist meine Meinung, nur als ich die Serie so in der Mitte am Gucken war. Ich finde, Marissas Hintergrundstory auch ist abgeschlossen. Also nach dem Finale, wo sie ihren Vater tötet, ist die Geschichte für sie auch abgeschlossen. Sie stirbt. Ich finde, da braucht man auch nicht mehr viel Hintergrundinformationen zu, weil, Ich meine, hätte man das Finale glaub, das anders gestaltet, Was man aber vielleicht machen könnte, ist, wie man überhaupt zu dieser Idee kam, zu den Anfängen, wo dann auch noch Hannas Vater dabei ist. Ja. Ich glaub, so das wäre ganz interessant. Ja. Genau. Ja, du hast gerade gesagt, es ist nicht so spannend von einer Figur, die schon in der Serie gestorben ist und wo man in der Serie schon sehr viel von deren Leben gesehen hat, noch irgendwie eine Serie drum zu machen. Ich sag mal so, ich freue mich auf das große Berlin-Spin-off von Haus des Geldes, was kommen wird, was nämlich genau das macht. Ja, finde ich immer so, man muss aufpassen, dass man die Figur in der Hauptserie nicht irgendwie dann zu sehr entmystifiziert und da vielleicht auch ein bisschen was kaputt macht. Aber irgendwie, ich finde auch Marissas Charakter, diese Entwicklung, die wir von Staffel 1 bis Staffel 3 haben, einfach extrem spannend zu sehen. Jetzt hat man nochmal den Kontrast zu ihrem Vater gehabt. Und vielleicht zu Staffel 1, beziehungsweise wo sie da bei Utrex gestartet ist, waren die beiden sich vielleicht ähnlich. Die haben ja auch, glaube ich, zusammen gearbeitet eine kurze Zeit lang. Und wie sich Marissa durch die Zeit mit Hannah, durch diese Mutterrolle, die sie ja fast einnimmt, entwickelt hat,
nicht Das fast. fand ich halt Sie mal nehmen nochmal komplett die Mutterrolle ganz, ein. ja, am Ende sieht man das nochmal so rührend. Ich finde das einfach eine so gelungene Charakterentwicklung, die man innerhalb dieser Serie bei Marissa hatte. Also das ist wirklich heftig. Am Anfang hat man sie förmlich gehasst als Zuschauer und dann ist es, ohne dass es irgendwie zu berechnend gewirkt hat oder dass man gesagt hat, okay, da ist jetzt ein Irrebruch in dem Charakter drinne, weil man das so schreiben wollte. Und am Ende der Serie, wir kommen später noch zum Finale, ist man ja fast schon traurig, dass sie stirbt. Also ich war total traurig, dass sie gestorben ist. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Und das ist Es einfach war aber immerhin ein schöner gelungen. Heldentod. Sehe ich anders, aber Ma kommen wir später manche, zu. na, ich finde, manche Figuren brauchen so einen gewissen Heldentod. Es kann nicht immer ein Happy End geben. Wir sprechen da später drüber. Kommen wir jetzt mal zu einem Charakter, den wir neu dazu bekommen haben in dieser Staffel. Und zwar Abbas, den französischen Aktivisten. Und da gibt es ja so eine Love Story, die sich entwickelt, was ich okay fand, weil sie weniger kitschig war, als ich gedacht hätte. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, jetzt trifft sie da ihren Lover und es ist so hier wir beide gegen den Rest der Welt. Aber so war es ja dann gar nicht so richtig. Nein, war es nicht. Es hat nochmal Hannah viel dazugegeben zu ihrer Entwicklung. Also Hannah entwickelt sich ja von Staffel 1, von Folge 1 bis zur letzten Folge durchgehend immer. Das macht die Serie unwahrscheinlich gut, wie sehr sich Hannah verändert. Und sie hat halt Abbas und diese Liebesbeziehung zu Abbas gebraucht, um nochmal einen Schritt erwachsener zu werden und auch einen Schritt in die reale Welt zu finden. Ja, total. Du sagst es gerade. Eigentlich begleiten wir diese Hauptfigur ja durch eine Entwicklung, durch eine Kultivierung. Am Anfang ist sie ja noch wirklich ein Kind so. Also die wichtigste Person da ist ihre Familie, sprich ihr Vater. Dann geht es weiter in der oder Ende der ersten Staffel sehen wir ja ihre Freundin aus England. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Diese Familie, die sie in Marokko trifft, wo sie kurz untertaucht. Da ist so ein bisschen, da gibt es auch so Flirtereien irgendwie mit dem einen Jungen, der mit dabei ist. Da geht es ja auch so Partys, da wird vielleicht so ein bisschen so die Jugend symbolisiert in gewisser Form. In der nächsten Staffel ist sie das erste Mal mit der Welt konfrontiert, was man ja auch ab einem höheren Alter dann irgendwie ist. Und da gibt es auch festere Freundschaften mit, jetzt habe ich in Clemency, ist glaube ich ihr Deckname. Und dann in der letzten Staffel jetzt sehen wir vielleicht so das erste Mal Hannah in so einer ernsthaften Liebesbeziehung zu so einer Person. Und das ist ja irgendwie nur eine logische Abfolge, die Serie dann widerspiegelt. Und dieses Ganze, wir machen eine runde Sache draus, sieht man auch in einer Szene ziemlich gut. Da fährt sie mit Abbas auf dem Motorrad und es gibt so geschnittene Szenen zur allerersten Folge von Hannah, wo sie auf diesem Schneemobil sitzt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Den ersten Menschen, Ja, den sie stimmt. nach ihrem Vater Ja, trifft. es hat Wir kommen schon gepasst. noch mal Es zu. Es passt hat alles einfach so wie rund ein gewirkt, Puzzle. so. Ja, genau, wie ein Puzzle setzt sich das langsam zusammen. Und das fand ich irgendwie dann ziemlich stark. Und diese Liebe wird ja in gewisser Weise zum Schwachpunkt dann von Hannah. Und das meine ich jetzt nicht nur auf rein emotionaler Ebene, dass Hannah, die niemanden an sich ranlässt oder nur ganz wenige Menschen, auf einmal eine weitere Person ziemlich schnell an ihrem Leben teilhaben lässt, sondern auch zu ganz real existierenden physischen Gefahr für den Plan von Marissa und Hannah, die eigentlich ziemlich abgebrüht sind. Und ich finde, man hat Abbas gebraucht, um den beiden sehr taffen Hauptfiguren, Hannah und Marissa, so eine Schwachstelle noch zu geben. Weil er ist ja ein Zivilist und er weiß gar nicht, was irgendwie abgeht. Und deswegen fand ich's, wenn man die Liebesgeschichte jetzt mal außen vor lässt, auch so ziemlich clever, ihn als Schwachpunkt in diese Konstellation zu integrieren, muss ich sagen. Wir haben ja eben schon gesagt, dass man kaum durchblickt, was sie als nächstes vorhat, dass sie zwar die Hauptfigur ist, aber wir diese Hauptfigur kaum einschätzen können. Und genau das, genau diese Beziehung zu Abbas gibt ihr dann so einen gewissen Punkt, in dem sie dann doch verletzlich wird. Sie hatte sonst vorher nie irgendwas, was sie hätte verletzen können. Und auf einmal schon. Das macht diesen ganzen Charakter noch mal viel interessanter, weil was tut sie, wenn jetzt Abbas irgendwas passiert oder ihm gedroht wird? Ja, das sehen wir dann in den letzten Das Folgen. sehen wir in den letzten Folgen. Bevor wir jetzt da noch ganz kurz weiter drüber sprechen, diese Aufträge, die ja Marissa und Hannah vereiteln, ich glaube, es gibt so ein, zwei Szenen, wo das gezeigt wird. Ich glaube, einmal natürlich bei Abbas,
mehr weniger unspektakulär wird da einfach eine Puppe oder irgendwas anderes runtergeworfen, die dann ja eh verbrannt wird. Und was ich aber ziemlich spannend fand, war diese Geschichte in Tschechien, wo diese Aktivistin ausgeschaltet werden sollte von Utrex und Hanna sich förmlich dann ins Auto reinsetzt und dann abspringt und so. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen, so diese Szene. Und ich finde, da hätte man noch so ein, zwei mehr machen können. Die Serie hat ja nur 6 Folgen, die ersten Staffeln hatten ja 8 Folgen. Wenn man noch irgendwie eine Folge mehr drauf gesetzt hätte und einfach so ein bisschen mehr diese Vereitelung dieser ja, geplanten Morde, was sie ja sind, gezeigt hätte, hätte ich mir gerne angeguckt, muss ich sagen. Es hatte etwas von James Bond, fand ich. Ja. Aber es war eine coole Also die, Actionszene, wo sie dann aus dem Auto gesprungen ist und dass die Klippe runter ist. Das, oh, war schon also gut, an einfach. Action-Szenen hat man nicht gespart in der ganzen Staffel oder in der ganzen Serie überhaupt. Ja. Aber Aber das war. ohne dass es so blutrünstig irgendwie einem vorkommt, weil ich hasse Serien, Ich fand wo einfach zwischendurch die schon ein Gewalt bisschen sehr und blutrünstig. aber nee, fand ich nicht. Also die Gewalt, hatte man das Gefühl, war nicht der Gewaltwillen selber. Also es war kein Selbstzweck, sondern sie hat immer gut in die Handlung gepasst. Und dann finde ich, ist es auch okay, das in so einem Ja. Ausmaß zu zeigen, wenn es passt. Ja. Also es war viel, aber es hat ungefähr gepasst. Ja. Aber noch so ein paar Szenen im James Bond Charakter wären schon noch toll gewesen. Das hat Spaß Ja. gemacht zuzusehen. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Hätte ich irgendwie auch gerne gesehen, aber ja, wahrscheinlich war das nicht so möglich, leider. Dann noch zu Abbas Tochter. Verstehe ich, sie macht alles ein bisschen komplizierter, aber irgendwie hat so richtig passend fand ich sie nicht, weil ich fand, die Gespräche zwischen Hannah und ihr waren irgendwie auch uninteressant, sage ich ganz ehrlich. Und sie hat vergleichsweise irgendwie viel Raum in der Serie eingenommen, wo ich mir dachte, es gibt eh schon so viele spannende Charaktere. Deswegen glaube ich, war diese Tochtergeschichte und auch, dass Abbas irgendwie sagt, ja, jetzt liebst du mich nicht mehr, weil ich schon eine Tochter habe. Und da sollte irgendwie noch dieses Fass, was ja vollkommen gesellschaftlich natürlich ein Problem ist, was man auch gerne ansprechen kann. Aber ich fand, das hat da irgendwie nicht so reingepasst. Da muss ich dir widersprechen. Also Abbas Tochter hat ziemlich gut da reingepasst, auch weil sie Abbas nochmal interessanter gemacht hat, Ja. aber auch wieder den Werdegang von Hannah beeinflusst hat. Ich habe da etwas Schönes auf Amazon gelesen, da an dem Bei X-Ray heißt das, glaube ich. genau beim X-Ray, da ploppen Ja. manchmal so Texte auf in der letzten Staffel. Ja, Und ja. da sagte die Schauspielerin von Marissa, meine ich, dass man in diesen ganzen 3 Staffeln so ein gewisses Familienbild hat. In Staffel 1 steht der Vater im Fokus. Also Hannas Vater, der sie großgezogen hat, der sie ausgebildet hat. Und dann wird sie auf die Welt losgelassen. Staffel 2 geht es um die Mutter. Marissa Ja. nimmt diese Mutterrolle ein und wird Hannas Ersatzmutter. Und zum Schluss in Staffel 3 wird Hannah erwachsen. Sie Ja. übernimmt diese Erwachsenenrolle und Diese dann in Mutterrolle ein gewisser Weise, bisschen für genau, das auch Kind, ja. eine Art von Mutterrolle. Okay, ja, sehe ich auf jeden Fall diesen Punkt. Also, was ich sagen will, ich finde das auch nicht schlecht in dem Sinne, aber ich finde es verschwendete Zeit für diese kurzen 6 Folgen, die wir haben. Und hätten wir, wie gesagt, einfach 8 Folgen, hätten noch ein bisschen, dann wäre das auch vollkommen okay, dass man dieser Tochter vergleichsweise so viel Bildschirmzeit, sage ich mal, schenkt. Dann wäre das alles irgendwie so ein bisschen perfekter, sage ich mal. Kommen wir jetzt mal zu Utrex und dieser Mission an sich erstmal. Wie gesagt, ich fand, das ist ziemlich clever hervorgegangen aus der zweiten Staffel. Hat man sehr gut ja, eine Handlung gefunden, ein Problem gefunden, worauf man die dritte Staffel aufbauen konnte. Und ich fand auch sie waren in diesem Utrex Hauptquartier da in Wien, wo übrigens, finde ich, sehr, sehr viele Szenen gespielt haben. Das hat mich am Ende so ein bisschen genervt, wenn man sich mal die Staffeln 1 und 2 angeguckt hat, wo die Schauplätze an sich schon irgendwie schön waren, weil die auch in Europa waren, was ich ja eh immer cool finde. Ich meine, erste Staffel hatten wir in Marokko, okay, nicht Europa, aber du weißt, was ich meine, diese eindrucksvolle Wüstenlandschaft in Marokko. Wir hatten Berlin, wir hatten dann England, wo die Freundin von Hannah gewohnt hat. Zweite Staffel hatten wir Barcelona und The Meadows da im britischen. Und jetzt hatten wir irgendwie ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Szenen in diesem Hauptquartier in Wien. Also gerade die letzten Folgen haben wir nur da gespielt. Klar, ich kann es verstehen. Wahrscheinlich auch pandemiebedingt kann man jetzt nicht mit einer ganzen Crew durch Europa reisen, um Landschaftsaufnahmen zu machen. Aber fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich denke, man wollte für diese große Handlung, die ja jetzt zum Ende kommt,
noch nicht viel weiter mehr ausweiten. Okay. Also man wollte sich wirklich auf den Schluss konzentrieren und nicht noch 10 andere Schauplätze zeigen. Okay. Was man da vielleicht hätte dann machen können, wenn dem Hanna andere Anschläge vereitelt hätte. Ja, da wie man hätte das man mit Tschechien gemacht andere, hat, das war ja auch genau, schön. Ja. Da hätte man noch in andere Orte reisen können, nach, keine Ahnung, Italien oder so. Bonn, ja. Genau, Bonn. Und stell dir mal vor, man wird einfach, ich glaube, in Deutschland hat die Serie auch mal gespielt, ich glaube, Berlin war da zu Gast. Ich glaube, einfach so eine, man würde richtige Metropolen abnehmen und dann einfach hier so eine richtig, richtig uninteressante Stadt irgendwie zeigen. Action in der Linie 66. Endlich mal keine lange auf dem Hinweg. Ja, irgendwie so Willig-Mühldorf oder so. So was richtig Unspektakuläres auf den ersten Blick. So, oder heute spielt die Serie in Detmold oder so. Naja. Das war der erste Witz über die 66 wieder seit langem. Zig Podcasts. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dieser Deep Learning Algorithmus da, der förmlich aufgrund von Spuren, die man so als Nutzer und Nutzerin im Netz hinterlässt, sortieren soll, wer eine potenzielle Gefahr darstellt. Und das fand ich irgendwie war eine ganz spannende, auch aus einer ethischen Perspektive spannende Fragestellung, so dieses, inwieweit kann man etwas vorhersagen, Verbrechen vorhersagen, und inwieweit darf man ethisch dann schon jemanden verurteilen für etwas, was er algorithmisch, statistisch wahrscheinlich macht? Das ist irgendwie so ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich, was da so gestriffen wurde an der Seite. So. Ich fand das richtig gruselig, einfach weil das von der Realität ja gar nicht mal so weit weg ist. Mhm. Das Internet, also man weiß alles über uns. Wir sind nicht anonym, man weiß alles. Man kann es herausfinden, ja. Genau. Ja. Und wenn dann so große Einrichtungen so einen Algorithmus entwickeln, wenn sie jetzt so einen Algorithmus haben, wo sie dann die ganzen Daten auswerten, können die auch wirklich eigene Profile erstellen. Und dann, je nachdem, wie man das charakterisieren möchte, kann man dann auch auf irgendwelche sonderbaren Ergebnisse kommen. Ja. Das ist gar nicht mal so abwegig. Genau, es klingt total gruselig. Genau wie du es beschrieben hast, es klingt total gruselig. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, es ist gar nicht so eine starke Science-Fiction. Es gibt, ich habe nur den Anfang leider geguckt und habe es auch im Radio ein bisschen dazu gehört, eine Doku vom WDR, ich glaube Made to Measure heißt sie, wo so ein Künstlerkollektiv nur die Google-Daten, also die Google-Fragen, die du bei Google eintippst irgendwie, ne? Wann kommt eine neue Folge reingeschaut, bla bla bla, wo liegt Berlin und so, die du eingibst, haben die sich den Datensatz geholt und haben dann förmlich ein Theaterstück über diesen Nutzer gemacht. Man hat so versucht, das Leben so nachzuvollziehen. Und dann hat man nachher diese Frau, von der die Daten kamen, hat man nachher in dieses Theaterstück eingeladen und der für mich ihr Leben als Theaterstück nur aufgrund dieser Suchanfragen dargestellt. Und das, ist einfach, ich sage es einfach mal neutral, einfach krass zu sehen, so wie sowas abgeht. Das fand ich, ist auch so das, was wir auch in der zweiten Staffel von Hannah hatten, wo wir The Meadows hatten, wo man sich gedacht hat, es ist irgendwie auch krass, wie Sandy jetzt trauert um eine Schwester, die sie nie hatte. Aber trotzdem denkt man sich so, irgendwie wirkt es gar nicht so total an den Haaren herbeigezogen. Also nicht, dass es diese Einrichtung gibt, sondern wie sie sich dann verhält aufgrund der Lage, der sie ausgesetzt ist. Das fand ich auch extrem spannend. Einer der Programmierer, also nicht der böse Programmierer, also nicht Max, sondern der andere, fand ich war so ein bisschen der Sympathieträger auch der Staffel so. Weil er so, der immer in diesem Restaurant gegessen hat und er wollte eigentlich keinem was Bösem so, aber ist dann in so einen Strudel reingeraten, was irgendwie auch so beängstigend, sag ich mal, zu sehen ist. Man hat so richtig Mitleid mit ihm so, weil er gerät in so was Schlimmes rein so und seine Frau auch. Und das war auch einer der düstersten Szenen, wo Sandy dann seine Frau getötet hat. So, Er konnte für nichts. Das ist der Punkt überhaupt. Ja. Er konnte für nichts, hat einfach normal sein Leben gelebt und auf einmal ist er in den größten Machenschaften der CIA verwickelt. Ja. Das ist schon krass. Ja. Und Sandys Mord war wohl das krasseste in der ganzen Staffel, würde ich behaupten. In der ganzen Serie fand ich, war das so, wow, da muss man schon schlucken, als man das gesehen hat. Kommen wir mal zu Sandy. Ich finde es immer noch eine extrem gelungene Figur in dieser Serie.
allein schon, wie sie immer auftritt, so, sie sieht ja so sehr, auf den ersten Blick sehr nett und unschuldig aus. Sie spielt auch im Orchester und so. Man denkt halt nicht von ihr, dass sie halt so eine kaltblütige Killerin ist, beziehungsweise dass sie dazu geformt worden ist. Und ich finde, ihr Charakter ist so spannend, den man natürlich auch irgendwie braucht, um zu zeigen, so sieht eine Person aus, wie Utrecht sich das vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine? Sie ist so aus Sicht von Utrecht der volle Erfolg dieses Programms. Sandy ist Und meiner Meinung nach die, nach Hannah natürlich, die spannendste Person in der ganzen Serie. sie, ich finde Einfach sie, durch ihren Werdegang. ja. Sie wird von Utrecht so indoktriniert und sie geht auf alles ein. Wie du schon sagtest, sie ist die perfekte Killerin, so wie sie sie formen Ja. wollten. Und sie Ja. macht ja auch alles. Ohne zu zögern, tötet sie eine schwangere Frau. Im ersten Moment interessiert es sie ja gar nicht. Auch in Staffel 2 haben wir schon gesehen, dass sie Ja. kaltblütig ist und gar nicht nachdenkt. Einfach wie sie trainiert wurde. 1 + 1 sind 2, also wird das gemacht. Aber dann dieser Mord an der schwangeren Frau, damit hadert sie. Ich finde, das macht sie Ja. dann auch nochmal sehr spannend, Ja. weil sie dann doch noch ein Gewissen hat. Weil sie Ja. trotzdem dann noch auf einmal merkt sie, Moment, was geht hier eigentlich mit ab? Was ist Ja. hier, was ist los? Ich finde, sie driftet auch so langsam in so einen Konflikt mit sich selber ab, der sie über alles beschattet. Ja. Dieser Konflikt ist alles in ihr und endet dann halt eben damit, dass sie erschossen wird, dass sie stirbt. Ja. Ich glaube, sie darf diesen Konflikt aber nicht austragen. Ich glaube auch ein Grund, warum sie auch wirklich bis zu ihrem bitteren Ende auf der Utrecht-Seite voll und ganz steht, beziehungsweise nicht voll und ganz, aber auf der Utrecht-Seite steht, ist, sie muss sich an dieses Konstrukt von Utrecht halten, weil wenn sie das Wer nicht ist sie? tut, dann kann sie nicht mit der moralischen Schuld leben, diese schwangere Frau umgebracht zu haben. Und deswegen finde ich diese Figur so bitter gestaltet irgendwie. Natürlich ist sie eine kaltblütige Killerin, aber ich will nicht sagen, man kann ihr Handeln nachvollziehen, aber weil man ja krass gesehen hat, wie diese mental brutalen Maßnahmen von Utrecht bei ihr gewirkt haben. Man sieht, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und in so einer ganz düsteren Weise kann man, hat man so ein bisschen Mitleid auch vielleicht für sie. Weißt du, was ich meine? Ja. So, weil sie ja wirklich von Tag 1 für mich von ihrer Geburt an darauf hintrainiert worden ist. Und das ist einfach, ja, mental total brutal. Es ist einfach, ihre Figur ist einfach krass. Und ich finde auch, ihr Ende ist das beste Ende von allen Figuren, die wir in dieser Serie haben. Weil genauso muss es laufen. Natürlich, vielleicht wünscht man sich ein Happy End so. Aber nein, es muss genauso laufen, weil genauso macht es Sinn. Genau darauf ist es hinausgelaufen. Und was ich auch spannend fand, war, als sie in ihrer Wohnung da war und wo sie dann ja einmal kurz ausrastet, genau, den Spiegel kaputt macht und dann auch Karl Michael tötet, so als irgendwie Rache. Genau von dieser Person hätte Karl Michael getötet werden müssen in dieser Serie. Und Ja, genauso ist es passiert. das hat wieder sehr, sehr, sehr gut gepasst. Das hat einfach perfekt gepasst, weil genauso muss das sein. Weil genauso ergibt das Sinn. Was ich sagen wollte, als Jules Sandy anruft, war das auch irgendwie krass zu sehen, weil Sandy in dieser Welt drin ist, wo sie nur auf Utrecht hört, immer nur von Auftrag zu Auftrag wahrscheinlich denkt. Und dann ruft einfach Sandy an, die also immer so ein bisschen die Zweifel an dem Projekt war und der trotzdem eine Connection zu Sandy hat, weil wie gerade schon gesagt, dass so eine der wenigen wahrhaftigen Bezugspersonen für sie ist und wie Jules sich dann bei ihr verstecken will und so und dann lässt sie es dann doch zu, obwohl es natürlich gegen die Regeln ist und gegen das ist, was sie gelernt hat. Und das fand ich einfach extrem spannend. Und diese Sandy-Jules-Geschichte, die man auch nicht so richtig durchschauen kann, weil die ja grundverschieden, das ist einfach großartig, um mich mal hier selbst kürzer zu fassen. Einfach großartig, diese Sandy-Story, muss ich sagen. Ja, und noch hinzuzufügen, Sandy kann diesen Konflikt, wo wir eben waren, gar nicht austragen, weil wir sehen Ja. ja in Staffel 2, wie sehr sie das lebt, was Utrecht ihr Ja, vorgibt ja. zu leben. Und ich glaube, wenn sie da aus diesem Muster ausbrechen würde, würde sie sich komplett selber verlieren. Davor hat sie selber Angst, das merkt man. Genau dann, wenn sie den Spiegel zerschlägt, wo sie damit hadert, dass sie die Ja. schwangere Frau umgebracht hat. Ja. Und sie wäre wahrscheinlich genauso abgedriftet oder noch mehr abgedriftet wie Marissas Vater. Ja. Nur halt eben dann mit dem großen Ende, dass sie Ja. stirbt. Weil anders hätte man, glaube ich, gar nicht aus dieser Spirale mehr rauskommen können. Nee.
Ich finde auch, also diese Figur einfach krass und ich finde auch diese Aura, die diese Figur immer ausstrahlt. Also ich kann mich erinnern, wo sie an so einem Klavier, glaube ich, saß oder wie sie in dieses Restaurant kommt, wo der Programmierer immer zu Mittag gegessen hat am gleichen Tisch. Weil man so rein optisch das vielleicht gar nicht annehmen würde, aber trotzdem hat sie durch die letzten Staffeln, durch die letzte Staffel, der ersten kommt ja, glaube ich, nur ganz kurz am Ende vor, so eine Aura aufgebaut. Also ich glaube, das ist so einer der Figuren, die so gut gestaltet worden ist, wie ich das in sehr, sehr wenigen Serien bisher gesehen habe. Wenn wir jetzt sogar mal von der Hannah der Serie weggehen, ist sie in diesem ganzen, von allen Serien, die ich bisher geguckt habe, eine der Figuren, die am besten gestaltet worden ist. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Bevor wir zum Finale kommen, kommen wir nochmal auf die drei Punkte zurück, und zwar Kulisse, Soundtrack, Schauspiel. Kann ich nicht viel zu sagen. Soundtrack wieder on point bei dieser Serie. Ja. Also ich habe auch schon bei den letzten Staffeln gesagt, ich liebe in dieser Serie diesen Soundtrack. Ich habe so viele Lieder auch von diesem Soundtrack, die ich privat dann gehört habe oder mir die Künstler näher angehört habe, angeschaut habe. War auch bei der dritten Staffel so. Kulisse, ja, hatte ich gerade ein bisschen bemängelt. Ich hätte gern ein bisschen mehr gesehen. Aber was ich irgendwie toll finde, auch bei dieser Staffel, diese Ästhetik des authentisch Hässlichen irgendwie. Also wie Mar dieser, ja, das klingt jetzt lustig, aber ich meine es gar nicht Ja. lustig. Dieser Wohnwagen von Marissa und auch das Innenleben dieses Wohnwagens, auch in diesem komisch grünlichen Licht, weißt du, von diesen komischen Lampen, die du irgendwann mal Mitte der 90er wahrscheinlich abgenommen hast, weil die umweltschädlich sind wie sonst was, würde ich mal von ausgehen. Und auch, wenn die diesen wunderschönen Städten wie Paris sind, man sieht zum Beispiel in Paris, glaube ich, in keiner Einstellung lange den Eiffelturm oder so. Und es ist alles so, man sieht irgendwelche Hinterhöfe, irgendwelche kleinen Safe-Häuser, so Man sieht so das hintere Leben, dieses das dunkle ungeschönte, Paris. dieses ungeschönte Europa, was gezeigt wird. Das finde ich hat so eine ganz neue, interessante Ästhetik in diese Es ist Serie halt was gebracht. Das ganz hat mir irgendwie anderes. gefallen. Es ist was ganz anderes, ja. Wo hat man das? In welcher Serie, in welchem Film hat man das, dass einfach die dreckigen, die dunklen Orte in den großen, schön romantisierten Städten gezeigt werden? Ja. Es wird immer, also immer schön Ja. gestaltet und alles. Ja. Und dann gibt es doch diese dunklen Ecken überall. Und da, genau da spielt Hannah. Und Ja. das haben die so schön einem Das dann macht das gezeigt. auch so greifbar irgendwie. Das macht die Serie so Genau. greifbar, weil es halt nicht auch nur irgendwelche Models sind, die da vor der Kamera sind, wo wir jetzt hier letzte Woche drüber gesprochen haben zu The Witcher. Wo du natürlich mit Geralt und Yennefer und so und all diesen Leuten, das sind natürlich, dieses ist ja kein 0815 Aussehen so. Es ist ja nicht authentisch so. Das soll jetzt, ich will jetzt gar nicht The Witcher angreifen, ist eine ganz andere Seite vom Buch, so, aber nur um mal so ein bisschen so einen Vergleich zu haben, um dieses ja authentische an Hannah noch hervorzuheben und auch die Tatsache, dass es in Europa ist, was ja für Leute wie uns, die in Europa leben, nochmal die ganze Sache ja, ein Stück weit näher bringt, fand ich wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Man muss auch dazu sagen, dass endlich eine Serie, die in der realen Welt spielt, mal nicht in Amerika spielt, sondern in Ja, Europa. Es wird das Europa ist, gezeigt. Das ja. finde ich immer wieder schön, Und auch, wenn dass so auch mal verschiedene andere europäische Gegenden der Städte Welt gezeigt gezeigt werden. werden. Ja. Genau. Und dann Und auch dann so, auch, man konzentriert sich nicht nur auf die großen Hotspots nicht nur London, Europas Berlin, wie, Paris, so. genau, Ja. Man geht sondern auch mal wirklich so, alles ja, Mögliche. Man man sieht geht mal alles. nach Tschechien rein. Ich glaube, der Wald am Anfang war so in Polen lokalisiert und so. Ja, in Warum Polen. nicht? Also, ich finde das eigentlich ziemlich gut. Und wo du jetzt sagst, Komm. Wald am Anfang, ich mach mal die Überleitung zum Schluss. Ja. Ich finde, da hat man auch wieder einen Kreis gezogen, der sehr Ja. poetisch ist. Hannah hat im Wald angefangen, wo sie Ja. aufgewachsen ist, wo sie gelebt hat und endet dort. Das große Finale ist wieder im Wald. Ja. Und die große Frage, die damit einhergeht, ist ja, Hannah wollte ja am Anfang der Serie aus diesem Wald raus, sie wollte das echte Leben spüren, was sie am Anfang gemacht hat. Das wurde ja gezeigt durch diese Partys, auf die sie mit ihrer Freundin, die sie in Marokko kennengelernt hat, geht und so und diesen Roadtrip da macht. Und dann kehrt sie am Ende der Serie zurück in diesen Wald und diese Frage, die sie sich vielleicht stellt und die man sich als Zuschauer stellt, metaphorisch gesehen, ist die Welt da draußen, die so verlockend erstmal klingt, ist die wirklich so schön, so gut, so viel besser als das, was man momentan im Kleinen so hat?
Ich finde, das ist die Frage, die am Ende dieser Serie steht. Und die hat man bildlich so stark aufgeführt mit dieser Rückkehr in den Wald, wo man auch gemerkt hat, irgendwie, hier ist Hannah so wieder in ihrem Element. Das sieht Sie hat man ja auch, manchmal wie so ein als sie da den Fremdkörper Hund gewirkt in beruhigt. den Städten. Ja. Genau. Ja. Als sie den Hund beruhigt, man merkt, sie weiß genau, wie man sich im Wald oder in der Natur verhalten muss, wie man sich bewegen Ja. und muss und alles. Und wo du sagtest, sie wollte raus aus dem Wald am Anfang. Jetzt zum Schluss will sie zurück in den Wald. Ja, sie muss Es natürlich, aber ist es wirkt ein so, es Meisterwerk. wirkt, als würde sie nach Hause kommen irgendwie. Und das Genau. fand ich auch, ja, einfach krass gestaltet. Und es gibt noch so eine Szene, wo die Tochter von Abbas nicht aus dem Wald raus darf und nicht auf die Lichtung darf, weil sie ja sonst da von dieser Drohne da entdeckt wird. Sie war, glaube ich, auch kaum draußen. Da war auf jeden Fall auch so ein X an so einem Baum. Das war natürlich auch stark angelehnt an diese erste Staffel von Hannah, wo Hannah ja das Gleiche von ihrem Vater gesagt bekommen hat. Weiß ich nicht, ob man das da so ein bisschen zu offensichtlich diese Referenz machen wollte. Aber fand ich dann auch irgendwie ganz, ganz nett. Kommen wir mal zum großen Finale. Angefangen mit einem Plot-Twist. Ja, was heißt Plot-Twist? Beziehungsweise Hannah wurde ja erpresst. Abbas wurde gesichtet auf diesem Bauernhof. Und dann wurde ihr aufgetragen, hol Marissa zu uns. Und Abbas passiert nichts. Dann ist sie auf diesem Friedhof da in Wien und trifft Marissa und sagt, es ist vorbei. Und die Szene geht auch ziemlich lange und denkt sich, okay, sie stellt jetzt hier Abbas über Marissa. Fragwürdig, warum sie das macht, aber vielleicht ist das gerade so bei ihr in ihrer Gefühlswelt so. Und dann sieht man, glaube ich, in der letzten Szene dieser Folge, wie hier auf ihren Händen irgendwie Max is still alive steht. Und ich dachte mir, ja, das ist die Serie so. Weißt du, was ich meine? Man wird Es so in die Irre war, geführt und dann auf einmal ja. so, okay. Ich Ey, dachte wirklich gut. jetzt, hä, das kann doch nicht sein, dass Hannah sich jetzt echt hat unterkriegen lassen. Das gibt Ja. es doch nicht. Als ob das wirklich möglich ist. Ja. Und dann zeigt sie Marissa ihre Hände und du weißt, nicht in dieser Serie, nicht Nicht in hier. dieser, ja. Das war mein Lieblingsmoment dieser Staffel. Absoluter Lieblingsmoment dieser Staffel. Kommen wir zum Finale. Spielt im Wald. Ja, muss ich sagen. Fand ich diese Verfolgungsjagd und so und dass Sandy dann da hingekommen ist, haben wir gerade schon gesagt. Hat alles sehr gut gepasst. Ja, Miller als Whistleblowerin fand ich mit dem Programmierer zusammen, fand ich so als, ich sag mal, förmliches Ende der Serie gut. So. Also, das ist jetzt nichts Ich fand's Überraschendes, es verdient. ist solides, verdientes Ende, wie man Miller, zumindest diesen Strang gerade. zu Ende geführt hat. So, ja. Miller heißt sie wirklich? Ja, Miller. Terry Ja, Miller okay. heißt sie. Ich habe den Namen vergessen. Auch Ja. da muss man auch sagen, sie ist eigentlich so, also wie so ein Geist in dieser Serie. Sie tut immer etwas dazu. Ohne sie würde ja manchmal gar nichts laufen oder es würde viel mehr Tote Ja. geben. Ohne sie Ja. würde vieles gar nicht laufen. Das muss man ja dann auch mal zugutehalten. Oder auch dieser Figur, wie man diese Figur geschrieben hat, auch wieder gut. Einfach dieser Maulwurf oder dieser eine Punkt, der einem noch ein bisschen was zuspielt. Weil Marissa Ja. und Hannah scheinen ja total alleine zu sein auf dieser Welt. Sie sind auf sich gestellt gegen die Regierung, gegen die Ja. CIA. Und da ist noch diese eine Person, ganz unscheinbar, die immer etwas für sie tut. Ja, stimmt. Und es gibt wenige Szenen, wo die sich in echt begegnen. Ich glaube, das ist eine der letzten Folgen, wo sie förmlich Terry Miller auf dem Flur in diesem Hauptquartier in Wien treffen. Vielleicht eine der wenigen Szenen, wo vielleicht Marissa die in Real Life, sage ich mal, trifft. Genau, das Ende fand ich war einfach so, ja, gelungenes Ende. Wird ja, glaube ich, ganz, ganz am Ende nochmal aufgegriffen. Ja, sie bekommen jetzt hier den Ruhm ab und so. Und man weiß für mich, dass alles gut gegangen ist, was diese Enthüllung angeht. Kommen wir zu Marissas Tod. Hätte ich nicht gedacht, erstmal, dass sie stirbt. Dass sie erstmal ihrem Vater noch eine Chance gibt in dieser Hütte, obwohl sie eigentlich hätte wissen müssen, dass es zu spät ist, dass er sie dann erschießt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich stirbt. Ich finde, das ist kein gelungenes Ende für sie, weil auch, ich fand auch diese letzten Worte, die sie getauscht haben, ja, vielleicht noch dieses, ja, du bist eine von den Guten, dass es jetzt, sag ich mal, von Hannah bestätigt worden ist, welche Entwicklung sie durchgemacht hat. Aber ich fand es hat dem Ganzen eine zu bittere Note gegeben. Man hat sich viel zu weit von einem
Happy End, sage ich mal, entfernt. Man braucht kein totales Happy End, aber dass Marissa stirbt, irgendwie wünscht man sich ja Hannah, die so viel durchgemacht hat, und Marissa, die ja sich so gewandelt hat, irgendwie nicht so ein trauriges Ende. Und irgendwie hat das Ende für mich nicht gepasst, muss ich sagen. Also ich fand, das hat man ein bisschen vermurkst. So. Das Ende im Wald, fand ich, hat gepasst. Marissas Tod hat auch diesen Kreis nochmal geschlossen. Es werden so viele Kreise geschlossen in diesen letzten Folgen. Das ist sehr, sehr schön umgesetzt, finde ich. Und Marissas Tod stieß halt eben da an. Es konnte nicht anders sein, dass Marissa dann jetzt, weil Hannah ist erwachsen geworden. Sie braucht diesen Vater oder diese Mutter nicht mehr. Sie ist jetzt erwachsen und das fällt weg und halt eben auch wortwörtlich, Marissa ist komplett weg. Dass sie ihrem Vater dann noch eine Chance gegeben hat, fand ich, das war zu erwarten. Und dass sie ihn dann doch noch getötet hat, das hat dem Ganzen auch noch wieder diesen Hannah-Charakter gegeben. Und Marissas Tod ist dann halt der Heldentod, den man braucht in vielen Sachen. Wo ich dann sage, was dann ein nicht so gut gelungenes Ende war, nämlich, dass Hannah dann in die USA aufgebrochen ist und Abbas und seine Tochter zurückgelassen hat. Das fand ich, die hätten jetzt doch trotzdem glücklich miteinander leben können. Ja. Aber dann irgendwie wegzugehen, okay, sie ist der einsame Wolf, Wolfsjagd, wie die Folge heißt. Ganz nett gelöst, aber ich fand, sie war ja glücklich. Genau das hat ihr ja so diesen Kick gegeben, um normal zu sein, und dann geht sie da komplett weg, obwohl sie das gar nicht muss. Das habe ich nicht verstanden. Nach all dem, was sie durchgemacht hat, hat sie es irgendwie verdient, so glücklich zu sein. Und genau dieses Glück findet sie ja in der Beziehung mit Abbas, und ich hätte mir so gewünscht, und eigentlich hätte ich das auch erwartet, dass das Ende der Serie so aussieht, dass sie und Abbas einfach ein ganz normales, glückliches Leben führen, aber dass sie sagte, ich möchte hier nochmal komplett auf Null anfangen, weder als Hannah noch als Mia Wolf, fand ich unnötig düsteres Ende, hätte man nicht gebraucht, das fand ich so, hä? Also man saß dann nach 3 Staffeln, Hannah auf dem Sofa und hat gedacht, hey, das kann nicht euer Ende sein. Und sie hat ja, glaube ich, fast noch geweint. Die Tochter von Abbas hat geweint. Und ich habe es gar nicht verstanden. So, für wen gab es ein Happy End? Für Marissa nicht, für Hannah nicht, für Abbas nicht, für Sandy nicht, für Jules weiß man gar nicht, was da abgeht. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das ist mir gar nicht eingefallen. Was wird aus Jules, aus allen anderen aus diesem Programm? Und dachte ich mir, und ich habe die Folge, ich dachte so, das kann jetzt nicht sein. Ich habe jetzt nicht hier 3 Staffeln lang eine extrem gute Serie gemacht und das Ende jetzt in den letzten 30 Minuten so vor. Und ich fand auch Marissas Tod, fand ich so, das hat auch schon an Düsternis mehr als gereicht. Deswegen fand ich das Ende insgesamt viel zu traurig und das finde ich so schade für die Serie. Und auch ganz kurz soll ich noch sagen, am Anfang, die erste Szene der Staffel wird irgendwie schon so angeteasert, wird schon so eine Szene gezeigt, wie Abbas und Hannah im Wald flüchten. Fand ich auch viel zu weit vorgegriffen an dieser Stelle. Also es hat schon gespoilert, fast schon. Weil man dann schon wusste, okay, sie kommt mit dem zusammen und sie sind auf der Flucht so. Weißt du, was ich meine? Ist mir nicht aufgefallen. Das war für mich der Prolog zur ersten Folge. So, das war so, bevor noch dieser Schriftzug mit dem Intro ins Bild kam. Ja, auf jeden Fall, finale, schwächste Folge von Hannah überhaupt, fand ich leider. Leider. Weiß ich nicht. Ich muss ja immer noch bei Marissas Tod widersprechen, aber ist okay. Alles Weitere, da stimme ich schon zu. Ja, Spin-off haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen, gebe ich dir recht. Hannah hat es eigentlich geschafft, wäre das Finale jetzt gelungen, so eine sehr gute Dynamik, ein sehr gutes Tempo reinzubringen, und ich bin auch nicht immer der Fan davon, Sachen noch unnötig in die Länge zu ziehen, wie das ja gerade bei Streaming-Serien leider manchmal der Fall ist. Deswegen Spin-off, wenn, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen und wenn man was findet, was sich anbietet. Aber durch das Finale ist es eigentlich unmöglich geworden, ein gutes Spin-off zu machen. Außerdem hat man ja die ganze Story abgehandelt. Also die Story ist vorbei. Ja. Und noch irgendwas an Prequel-Serie, weiß nicht. Ja. Also ich denke mal, das wird, wie du schon sagst, den Rahmen sprengen. Auch wie ich anfangs schon gesagt habe, dass man ja die Vorgeschichte zu U-Tracks machen könnte. Ja. Aber Hannah ist vorbei.
es hat mit der ersten Staffel angefangen, ja. beziehungsweise mit dem Film, Ja. der da rausgekommen ist vor keine Ahnung Ja. wie vielen Jahren. Aber Und jetzt ist es vorbei. Ja, aber Hannah, der Film zählt ja nicht zur Serie. Aber ja, ich Nein, finde, man hat da aber weißt du, was ich sehr meine? gutes rundes Ding rausgemacht und man hat auch, finde ich, so keinen Punkt, das wirkliche Gefühl, okay, man macht jetzt nur die Staffel, weil die anderen beiden so erfolgreich waren. Ich mag das, wenn so Serien darauf ausgelegt sind, ja, wir haben die und die Story und mehr ist nicht. Weil du dann schon nicht von Staffel zu Staffel planst, sondern das ganze Ding schon mal so vor Augen hast. Das finde ich immer ein gutes Zeichen, Ja, es weil wird das nichts dann die unnötig in die Sache Länge einfacher gezogen. macht, da was Rundes, Kompaktes draus zu machen. Mit diesen Worten gehen wir zum ernsten Teil dieser Folge über. Außer du hast noch irgendwas anzumerken, dann würden wir Nein. jetzt zu großen Punktevergabe kommen. Euch sei noch gesagt, dass ihr alle Staffeln von Hannah auf Amazon Prime streamen könnt. Wer diesen Podcast noch nicht so oft gehört hat, wir vergeben jetzt Punkte. 5 ist das Beste und 0 ist das Schlechteste für die Staffel. Der Durchschnitt dieser vergebenen Punkte ist dann wichtig für das große Serienranking im großen Weihnachtsspecial. Und genau, ich kann noch mal kurz zur Einordnung sagen, dass wir damals der ersten Staffel von Hannah 3,75 Punkte gegeben haben und der zweiten Staffel von Hannah, ich habe mir letztens noch mal ein paar Szenen angeguckt, einfach großartig war. Und ich finde immer noch, dass wir damals zu Recht beide die Höchstpunktzahl mit 5 Punkten Auf gegeben jeden haben. Fall. Also 5 Punkte hat die Serie damals bekommen. Und das ist der Stand der Dinge. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Hanna Staffel 1 war mein allererster Podcast. Das erste Mal, dass ich hier Ja. dabei war. Die zweite Und es Folge hat reingeschaut überhaupt, ja. die zweite Folge reingeschaut überhaupt, genau. Es hat Spaß gemacht. Staffel 2 war Hammer. Es war eine runde Serie und jetzt mit Staffel 3 hat man alles nochmal rund gemacht. Man hat nichts unnötig in die Länge gezogen. Staffel 3 war gut, bis auf ein paar kleinere Sachen, die wir ja schon angemerkt hatten. Das Ende war, hätte man besser machen können. Aber alles in allem hat Staffel 3 alles zum Ende gebracht, zu einem würdigen Ende. Ja. Und deswegen, glaube ich, gebe ich 4,5 Punkte. 4,5 Punkte für die letzte Staffel von Hannah. Das ist eine sehr gute Punktzahl. Ich muss sagen, gerade die ersten Folgen haben mich wieder total begeistert, weil man einfach auf der einen Seite dieses klassische Feeling, was man bei dieser Serie hat, dieses Zusammenspiel dieser zwei wirklich durch und durch gelungenen Hauptfiguren Marissa und Hannah hatte. Aber auf der anderen Seite hat man wieder durch die Handlung, durch das Setting total neue und starke Energie in diese Serie gebracht. Also die Serie wiederholt sich an keiner Stelle in der dritten Staffel. Ich fand diese ganze The Meadows Auflösungsgeschichte extrem spannend zu beobachten. Diese ganzen, ja, fast schon gesellschaftskritischen Punkte mit diesem Deep Learning Algorithmus und so. Wir haben, wie wir gerade schon hier erörtert haben, Sandy als düstere und zeitgleich total durchdacht geschriebene Figur in dieser Serie, die eine irre Bereicherung ist. Wir haben wieder eine starke Dynamik. Ich hätte mir sogar noch eine Folge mehr gewünscht, um sich so ein bisschen mehr diesen, ja, Vereitelungen der Aufträge zu widmen und so. Ich finde, wir haben die Dynamik mit Abbas und Karl Michael als jemand, der irgendwo zwischen den Seiten hängt, nochmal ein bisschen geändert. Irgendwie konnte die Staffel aber nicht so an die extrem starke zweite Staffel anknüpfen, fand ich. Weil gerade so gegen Ende, wo viel in diesem Hauptquartier gespielt hat, und das fand ich so ein bisschen langatmig, das erste Mal, dass ich dachte so, okay, jetzt passiert das wieder. Ich fand das Finale nicht gut. Muss ich einfach mal sagen, ich fand Marissas Tod nicht gut. Sandys Tod war sehr gelungen, aber Hannas Ende habe ich gar nicht verstanden. Finde ich sehr, sehr schade, dass man die Serie so zu Ende gebracht hat. Das ist auch einer der, ja, Hauptkritikpunkte, der bei mir zu Punktabzug führen wird. Insgesamt muss ich aber sagen, es ist eine Serie mit einer sehr guten Dynamik, eine Serie, die einfach komplett anders ist als so vieles, was wir auf dem Serienmarkt haben. Eine Serie, wo ich mir wünschen würde, dass die viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte oder vielleicht noch bekommt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal einen Hype drum, würde ich mich sehr darüber freuen. Deswegen würde ich der dritten Staffel von Hannah, die ich eigentlich sehr gut fand, ebenfalls 4,5 Punkte geben. Und damit ist die Serie momentan
mit 4,5 Punkten auf Platz 2 des Serienrankings. Die Zerstörer von The Witcher wurde hier noch ein bisschen höher bewertet. Das sehr gute Haus des Geldes Finale ist mit 4 Punkten noch knapp darunter. Ein guter zweiter Platz für die letzte Staffel von Hannah. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Das kann sich Auf sowas jeden von sehen Fall lassen. verdient, verdient, einfach verdient. Verdient. Sehr tolle Serie. Also einer meiner Lieblingsserien so der letzten Jahre, seit ich diesen Podcast hier mache, habe ich mich, glaube ich, selten auf eine neue Staffel so gefreut wie hier bei Hannah. Also großen Respekt an der Stelle. Es ist Und traurig, dass es die letzte ist, es ist aber irgendwie, es ist, weil es mehr ist hätte es auch sowas, nicht sein so muss dürfen. es Mehr hätte sein, nicht es sein muss es dürfen. sein. Also es ist eigentlich gut. Es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge, mal hier nochmal den letzten Kalenderspruch dieser Folge über die Lippen zu bringen. Nils, vielen, vielen Dank, dass du auch wieder heute mit dabei warst. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Gerade bei Hannah, ich habe ja eben schon gesagt, war Hannah Staffel 1 war mein erster Podcast. Es ist jetzt schon 3 Jahre her. Und auch so schließt Wann? sich jetzt der Kreis, weil das ist die letzte Wahnsinn. Folge reingeschaut. Wir sehen uns. Nein, Spaß. Das wäre so ein düsteres Ende wie das von Hannah. Oh Naja. wei. Ja, euch vielen, vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch mehr hören wollt, dann könnt ihr euch gerne nochmal die Serientalks zu den ersten zwei Staffeln anhören oder auch die zwei Serientalks, die wir schon dieses Jahr 2022 geführt haben, zu zwei Staffeln von The Witcher und zum großen Haus des Geldes Finale, kann ich euch nur sehr empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!